Lieben, so schnell kann es gehen. Schon sind wir bei Teil 9. Freunde, wir haben ein Teil 9 und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Teil. Warum? Das mache ich selbst immer sehr, sehr gerne. Und zwar folgendes, passt gut auf. Erstmal sind wir bei der Motivation. Nicht vergessen, Motivation, da haben wir jetzt Teil 9. Und das Teil 9, das sieht folgendermaßen aus. Wir haben ja schon mal uns darüber unterhalten zum Thema Visualisierung. Das heißt, dass ihr euch ein Bild macht, dass ihr euch ein Bild vom Netz runterzieht, dass ihr ein altes Bild nehmt und sagt, okay, das ist mein Ziel. Heute, jetzt bei Teil 9 geht es darum, innerlich zu visualisieren. Das heißt, innerlich Bilder zu erzeugen. Ihr kennt es selbst. Wie oft ist es so, dass ihr mal keine Lust habt, dass man auf dem Weg zum Fitnessstudio ist, keine Lust hat. Und da gibt es wieder einen ganz guten Trick. Und zwar der Trick ist folgendes. Stellt euch doch mal vor einem geistigen Auge vor, wie es sich anfühlt, wenn ihr mit dem Training fertig seid. Wenn ihr euer Vorhaben, heute Abend ins Fitnessstudio zu gehen, umgesetzt habt. Wenn ihr eure Vorgabe, heute Abend noch laufen zu gehen, umgesetzt habt. Wenn ihr euer Vorhaben, heute Nachmittag mit dem Mountainbike 20 Kilometer zu fahren, umgesetzt habt, wie fühlt sich das an? Exakt. Augen zu, drüber nachdenken. Ihr seid verschwitzt. Ihr habt es euch gegeben. Ihr habt euer Training abgefeiert. Klar, es war anstrengend. Logisch ist es anstrengend. Sport ist immer mit einem gewissen Anstrengung verbunden. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt es geschafft. Ihr seid am Ziel. Freunde, das fühlt sich doch extrem geil an, oder? Und zwei Faktoren. Erster Faktor. Du hast dein Vorhaben umgesetzt. Boom. Super, oder? Super. Das, was du dir vorgenommen hast, umgesetzt, fühlt sich geil an. Und jetzt noch was. Wer kennt es nicht von euch? Jeder, der von euch schon mal Sport betrieben hat, der weiß ganz genau, wie es sich anfühlt. Nach dem Sport. Wir fühlen uns gigantisch. Da gibt es verschiedene Hintergründe für. Erstmal durch diese Belohnung, ich habe es getan. Die Dopamine, die ausgestoßen werden. Wohlfühlhormone, Aktivierungshormone sind hier oben am Anschlag. Yes! Und das fühlt sich extrem gut an. So, zwei Faktoren. Einmal, ich habe es getan. Yes! Ich habe mich gegenüber mir durchgesetzt. Ich habe meinen inneren Schweinehund den Arsch versohlt. Und danach dieses Gefühl, yes, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut. Ich habe was für meine Fitness getan. Dopamine, körpereigene Botenstoffe ohne Ende, Wohlfühlhormone. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Freunde, das war's. Teil 9. Motivation. Und was war es heute? Was war es heute? Die Vorstellungskraft, Freunde. Die Vorstellungskraft. Das hatten wir heute. So, und schon sind wir am Ende von Teil 9. Und in Kürze geht es weiter mit Teil 10. Insgesamt 10 Teile haben wir erstmal vorerst. Und dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Und wenn euer Feedback gut ist, dann kommt vielleicht noch der ein oder andere Teil dazu. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, die die ganzen Teile vorher noch nicht gesehen haben. Freunde, es ist wichtig, von Teil 1 anzufangen. Das ist genauso beim Buch. Beim Buch fangt ihr vorne, ganz vorne an, nicht mittendrin. Das ist auch hier ganz wichtig, damit ihr den Zusammenhang habt. Warum? Weil natürlich hier eins in das andere greift. Und Teil 1 ist der wichtigste Teil, das ist der Einstieg. Bis demnächst, Freunde. Alles Gute. Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Mr. T, nicht vergessen.